Mitten im Teutoburger Wald haben wir in Generationen Forstwirtschaft geprägt. Wenn Sie mich vor 2 Jahren gefragt hätten, wie geht es dem deutschen Wald, hätte ich natürlich nicht gesagt, sehr gut. Hätte gesagt, die Preise könnten ein bisschen besser sein, aber naja, wir kommen klar. Was dann gekommen ist, Stürme, Dürre, anhaltende Trockenheit, Waldbrände bei uns nicht, aber Schädlingsexplosionen, hätten wir alles für sich genommen, einzeln vielleicht hinbekommen. Aber dass das jetzt alles mit Mal auf uns zukommt, jetzt schon im 2. Jahr, wir jetzt die 2. große Dürreperiode haben, sodass wir damit rechnen müssen, dass auch im nächsten Jahr die Probleme noch nicht gelöst sind. Es gibt immer Leute, die haben dann ganz einfache Urteile, welche Baumarten da besonders von betroffen sind. Wir haben gute Mischwälder und bei uns sind alle Baumarten davon betroffen. Natürlich ist bei Schädlingen, beim Borkenkäfer, die Fichte besonders stark betroffen. Wir haben riesen Löcher bei uns in den Wäldern, aber es sind auch die anderen Baumarten davon betroffen. Und im Vorjahr hat das noch keiner so richtig ernst genommen, aber mittlerweile sehen alle Spaziergänger, die da lang gehen, dass da irgendwas nicht so ist, wie das da immer gewesen ist und machen sich Sorgen und man wird also angesprochen und die sagen, Schosse, da muss man doch was tun. So, was man jetzt tun muss, ist leicht gesagt. Wir haben ja schon einmal Wald in Not gehabt, große Probleme in den 80er Jahren, als wir vom Waldsterben gesprochen haben. Damals wussten wir genau, an welcher Schraube wir drehen mussten. Das ist jetzt komplizierter, weil es diese eine Schraube nicht gibt. Die Schäden, die wir heute feststellen, sind etwa 110.000 Hektar Waldfläche, sind entwaldet, 70 Millionen Festmeter Schadholz sind in 18 und 19 bisher angefallen und 300 Millionen Bäume müssen nach Aussage des BMEL gepflanzt werden. Ich darf Ihnen aber dazu sagen, alle diese Zahlen, die wir jetzt nennen, sind Zahlen nach bestem Wissen und Gewissen, was wir heute wissen. Mir hat vor einigen Tagen der Forstchef von Nordrhein-Westfalen, der direkt bei mir hinterm Hof sein Revier hat, also wir liegen direkt an der westfälischen Grenze, gesagt, dass er davon ausgeht, dass der Schadholzanfall etwa doppelt so hoch ist, wie Sie noch Anfang des Jahres geschätzt haben. Was das denn zum Schluss bedeutet, das wird man wissen, wenn wir wirklich aufgeräumt haben und wenn die Kalamität zurückgegangen ist, zum Stehen gebracht worden sind. In dem Fall sind das ganz erhebliche Auswirkungen, die wir dort zu überstehen haben. Wir sagen, das sind Auswirkungen der Klimaveränderungen. Das ist im Wesentlichen zurzeit wohl unstrittig. Aber welche Maßnahmen wir konkret ergreifen müssen, ergreifen können, um auf das Klima insoweit konkret einwirken zu können, wissen wir nicht. Was wir in jedem Fall wissen, ist, dass die Bäume, die von Schädlingen befallen sind, also Fichte und Borkenkäfer, möglichst sofort geräumt werden. Deshalb gibt es in vielen Gegenden in Deutschland sogenannte Waldläufer, die sich ansehen, wo ist denn festzustellen, dass Bäume davon befallen sind. Und so wie man das feststellt, muss man sägen und das Holz muss aus dem Wald. Denn jeder Baum, der da stehen bleibt, hat eine weitergehende Brut und das führt dazu, dass wir dann auch eine zweite Welle Borkenkäfer bekommen, beziehungsweise im nächsten Jahr wir befürchten müssen, dass das ganze Elend weitergeht. Auch mir geht es wie Herrn Schirnbeck. Keiner von uns hätte sich das Ausmaß in der Größenordnung überhaupt vorstellen können. Ich bin in den letzten 3 Monaten durch Deutschland gereist, war also in fast allen Bundesländern und habe mir die Dramatik angesehen. Ich kann das nur bestätigen. Es wird noch sehr viel mehr an Dramatik auf uns zukommen, weil es eben nicht nur ein Fichtensterben ist, wie Herr Schirnbeck das schon angeführt hat, sondern dass alle Baumarten in Größenordnung betroffen sind. Und was besonders beeindruckend ist, dass es vor allem alte Baumbestände sind, die abgängig sind. Selbst in Hainich, wenn Sie den berühmten Buchenbestand in Thüringen sich einmal ansehen, dann wird Ihnen klar, dass das eben keine schnellen Antworten hier gibt, die man darauf geben kann, sondern es ist letztlich eine Situation, die wir gesellschaftlich gemeinsam meistern müssen. Es braucht einen Pakt für den Wald über die Parteiengrenzen hinweg, über die Organisationen und Verbände, dass wir tatsächlich dieses dramatische Thema letztlich bearbeiten können. Die schnellen Antworten wird es auch hier nicht geben. Richtig ist, dass wir jetzt erst einmal die Schadholzbeseitigung vornehmen müssen.
70 Millionen Festmeter, das ist kein Pappenstiel. Und wenn jetzt noch weitere Millionen hinzukommen, wie übrigens mir auch von Thüringen und von Hessen und anderen Landesverbänden mit bestätigt wurde, dann wird das noch lange nicht das ganze Ausmaß präsentieren. Wenn wir allein von den Summen ausgehen, die das Aufarbeiten veranschlagen werden, dann wird Ihnen klar, dass das eine gesamtgesellschaftliche Aufgabe sein muss. Schönbeck hat es gerade kurz angedeutet, das Klima, die Klimaveränderungen haben maßgeblich jetzt zu diesem Drama geführt. Es ist letztlich von uns allen, der Gesamtgesellschaft, mit verursacht. Also insofern ist es auch eine gesamtgesellschaftliche Aufgabe, jetzt dieses Thema zu bearbeiten, damit auch unsere zukünftigen Generationen, und wir denken ja nicht etwa in Quartalsabschnitten oder in Jahresabschnitten, sondern der Wald denkt in Generationen. Das, was wir heute ernten dürfen, haben meine Urgroßeltern gepflanzt. Also der Waldumbau ist nicht von heute auf morgen zu leisten. Aber wir sind mittendrin und haben aus meiner Sicht auch schon in der Beziehung sehr, sehr viel geleistet. Des Weiteren, gerade was die Beräumung angeht, also zum einen, um tatsächlich weiteres Schadholz zu vermeiden, Käferbrutstätten etc. auszuräumen, dann auch die Freiflächen für die Wiederaufforstungsmaßnahmen standortgerecht, selbstverständlich mit heimischen Baumarten, mit den Möglichkeiten des Selbstanflugs und der Naturverjüngung, gepaart mit dem Unterbau von Bäumen, die wir mit einsetzen, um eine möglichst breite Vielfalt auch zu garantieren für alle Maßnahmen, die uns letztlich aus klimabedingter Sicht in den nächsten Jahren auch begleiten werden. Die Kosten dafür will ich einfach mal grob überschlagen. Wenn Sie 70 Millionen Festmeter Schadholz sich ansehen, kostet die Aufarbeitung um die 25 bis 30 Euro nur die Aufarbeitung. Also das, was es kostet, das Holz letztlich, das Schadholz zu schlagen, zu poldern und abzutransportieren. Das allein ist schon eine Summe von gut 2 Milliarden Euro. Dann haben wir noch nicht darüber gesprochen, was die Wiederbewaldung kostet und vor allem, was die dauerhafte Pflege der klimagerechten Wälder, die wir jetzt aufbauen wollen. Da können Sie jetzt auch noch mal in Größenordnungen von rund 6.000 Euro je Hektar ausgehen. 110.000 Hektar sind von Herrn Schirmbeck gerade angesprochen worden. Das ist noch mal eine Summe von rund 660 Millionen. Also grob überschlagen sprechen wir von einem Gesamtschaden von 2 bis 2,5 Milliarden Euro, die uns jetzt hier ins Haus steht, ohne dass der Waldeigentümer auch nur einen Cent für sein Holz gesehen hätte. Das muss man einfach sich vor Augen führen. Und insofern können Sie sich vorstellen, wenn dann die Märkte mit so einer gewaltigen Masse an Holz überflutet werden, denn Käferholz ist ohne weiteres auch noch der Säge zuzuführen. Es ist nicht so, dass dieses Holz nicht verwertbar wäre. Aber wir haben momentan zusammengebrochene Märkte. Insofern ist es verständlich, dass gerade die Kleinst- und Kleinwaldbesitzer in einer besonders schwierigen Situation sind. Sie sind momentan nicht in der Lage, aus dem Wald Einnahmen zu generieren, was dazu führt, dass letztlich viele Bestände eben nicht entsprechend bewirtschaftet werden.